Und damit willkommen zurück bei Race of Seven, erste Saison, drittes Rennen, Brands Hatch. Und ja, Oschas Leben lief ja nicht so gut. Qualifying ging, Platz 14. Bin ich auch zufrieden mit ganzem Ernst. Und unser Kollege auf 18, das ist der Smetskaya. Das ist natürlich doof. Aber ist halt nicht so der Beste. Also Teamwertung oder Markenwertung kann man so vergessen eigentlich. Was steht da? So. Das ist natürlich ein bisschen verbuggt, wenn man so das durchlaufen lässt und dann ist, da auf einmal fliegender Start. Bremsen. Da sind wir schon dem Fahrfuß. Prio weit vorne. Kommen wir an beiden vorbei? Nee. Am Seat. Immerhin. Das ist doch schon mal was. Schon auf Platz 6, also bei der Strecke kann man am Anfang echt schnell nach vorne kommen. Und jetzt werde ich natürlich aufpassen, mir nicht irgendwie alles wieder kaputt zu machen. Und fahre direkt übers Gras. Wie und wo komme ich da am besten vorbei? Wahrscheinlich hier auf der Geraden. Der bremst. Ich fahre übers Gras. Und schneide ihn. What the hell? Oh, das war knapp. Unser Mate auf dem letzten Platz oder hat mich das gerade nur getäuscht? Also ich meine, da ist gerade Ars Netz Key oder wie der heißt, auf Platz 20 an uns vorbei. Ach nee. Wow. Sorry. Tut mir nicht leid. So, warum auch immer der da immer so dreimal bremst. Irgendwie haben die da eine komische Spur einprogrammiert. Das ist ja auch nicht immer so. Und die sind auch in der Kurve ziemlich langsam. Was in anderen Spielen nicht so ist, aber hier schon. Weil, ist auch in anderen Spielen teilweise so. Wenn ich es nochmal so überlege. Oh Gott, das wollte ich nicht. Fuck. Ich hab's echt komplett verschätzt. Ich dachte, ich komme weiter nach innen. Hab dann so halb geschlafen. Ja, und
Es war 0% mit Absicht, aber ist eigentlich meine Schuld. Aber es hat mir halt im Endeffekt auch nichts gebracht. Ich wäre so oder so an ihm vorbei und ich habe nur Zeit auf die Formel verloren. Und das klingt jetzt so wie, ja, du redest dich raus, bla bla bla. Aber naja. Es ist die erste Saison. Später spiele ich dann auch mit Flaggenregeln. Vielleicht wenn ich auch noch mal so ein bisschen besser geworden bin. So, eine Sekunde nach vorne, zwei nach hinten. Jetzt muss ich das nur irgendwie handeln. Aber immerhin ist Pyr noch in den Punkten. Vier Autos von vier Marken in einer Kurve. Aber die liefern sich hier ein gutes Duell. Ist das derselbe Alfa Romeo wie in Oschersleben? Ich glaube nicht. Ich glaube, der andere war ein Niederländer. Wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß aber nicht mehr genau. Und ich glaube, der Name war irgendwas mit O, nicht mit J. Also, der Vorname. Besser gesagt, war mit O. Weil man sieht den kompletten Namen ja nicht. Ich will ihn nicht irgendwie rammen oder so. Vor allem ist das auch so das Duell der Markenmeisterschaft, weil die auch nur zwei Autos haben. Und ich damit wieder Punkte aufholen würde. Je nachdem natürlich, ob der andere Alfa Romeo auch in den Punkten ist oder nicht. Ich glaube aber nicht. Guck nicht mal so ein bisschen auf die Tabelle. Nee, ist er nicht. Da, oh, Thielemans. So, zum Glück hier nachher nur eine Runde. Aber naja, von der hinter, ich glaube, 3 BMW oder 4. Das ist, da sieht man schon mal wegen der Teamwertung, dass man da keine Chance hat. Weil da kannst du halt die 10 Punkte holen und vielleicht dein Teamkollege noch 8 und man macht trotzdem nicht so viel. Ja, man macht schon viel Punkte damit. Weil die machen dann 10. Ah, das war halt 8 Punkte aufgeholt. Aber das müsste dann ja jedes Rennen machen. So gut wie. Wenn du alleine vorne fährst wie ich, dann holst du da nichts raus an Vorsprung.
Weil ich meine, das ist ja so, 8. Platz 1 Punkt, 7. Platz 2, 6. Platz 3, 5. Platz 4, 4. Platz 5, dann 3. Platz 6, 2. Platz 8 und 1. Platz 10. Ist das, meine ich. So, die letzten beiden Kurven. Und ja, schön langsam hier durch und dann, naja, langsam, immer noch schneller als die KI. Nochmal kurz in den Schotter. Und gewonnen. Und neue schnellste Runde sogar noch. Pre noch auf 8. Der andere Alfa Romeo auf 15. Wenn das der ist, ich hoffe, dass es der ist. Und sonst. Ja, mein Mate wahrscheinlich auf 20. Selbst wenn, ist auch egal. Keine Punkte auf jeden Fall. Ja, 19. Applaus. Sogar noch eine Position verloren. 136 km/h, 10 Minuten 20. Ist doch eigentlich ganz gut. So, Timing. Ja, was willst du da machen? Aber naja, gucken wir wieder auf die Wertung am Ende. Zehn Punkte? Ja, hier, 4 BIMF. 20 Punkte. Und damit haben wir wieder gut was auf die anderen aufgeholt. Dafür Romeo hat... Hä? Ach nee, das war der andere, stimmt. Nee, welcher war es nochmal? 11 Punkte hier. Ich weiß nicht mehr genau. Tarquini auf 5, der hat ja das eine Rennen gewonnen. Und Huff im Chevrolet hat gut aufgeholt. Und wir sind punktgleich mit Alfa Romeo und Seat. Und Seat hat 3, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 und 70 Kilogramm Handicap-Gewicht. Ich habe zwar keinen Plan, was es soll, aber naja, ist ja egal. Ja, aber ist schon krass. Ich meine, punktgleich mit einem, der 3 Wagen mehr hat und nur 5 Punkte hinter Chevrolet, die 3 Wagen haben. Das ist noch möglich. Nächstes Mal geht's dann weiter in Valencia und wir sehen uns dann. Bis dann, ciao.